Seit über 300 Jahren ist der Leonberger Pferdemarkt hier das Highlight im Frühling. Und heute schauen wir für euch mal hinter die Kulissen, was hier genauso abgeht. Schon schön. Wie viel Aufwand steckt in diesem Umzug? Also wann muss man mit der Organisation beginnen? Also man kann sagen, von September bis in den Februar hinein läuft die Vorbereitung. Und desto näher es an Februar geht, desto heißer wird die Vorbereitungsphase. Wie viele Umzugswägen sind denn heute dabei? Also es sind insgesamt 104 Nummern. Also ein richtig bunter Umzug. Und gibt es aktuelle Themen, die dann umgesetzt werden von den verschiedenen Gruppen? Ja, natürlich. Bei uns steht ja die Oberbürgermeisterwahl an. Der Amtierende hat sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Und das ist für viele ein Thema. Und dann im letzten Teil sind auch die Faschingsgruppen dabei. Was ist euer Highlight hier am Pferdemarkt heute? Ja, für uns ist natürlich der Umzug das Größte. Da sind wir mit sehr vielen Helfern dann da, falls irgendwas passiert. Und da freuen wir uns jedes Jahr drauf. Hast du schon ein Pferd ausgesucht, was du am besten findest? Ja, da vorne war ein schwarzes Pferd, das wurde vorgeführt. Das sah sehr gut aus, ist schön gelaufen und fand ich cool, aber ja, kann ich ja eh nicht kaufen. Wie viel kostet so ein Pferd, weißt du das? Es geht halt von bis Schlachtpreis, ich glaube 400 Euro und das teuerste Pferd kostet bis 1 Million Euro. Ja, okay, das ist dann ein bisschen zu teuer. Also was es ganz genau damit auf sich hat, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, dass sie ganz ausgezeichnet schmecken. Das ist ein Nussbissee mit Marzipan und Nougat und Schokolade umhüllt. Also lohnt sich absolut. Und sie bekommen es auch wirklich nur in der Zeit, wo wir hier den Pferdemarkt haben. Da haben wir das als Highlight dann bei uns im Stadtcafé. Hast du Angst vor den Hexen? Nein, also vor den Hexen nicht. Es gibt ja manche Ungeschminkte, die viel schlimmer aussehen. Sie haben hier was bei sich und zwar ein Hund, aber ein ganz besonderer. Erklären Sie mir, was genau für eine Rasse ist es denn? Das ist der Leonberger, der auch hier aus Leonberg kommt. Was man sich so erzählt sagt, ist zum Beispiel der Leonberger die älteste deutsche Hunderasse schlechthin. Also die ist noch älter als der deutsche Schäferhund. Würden Sie sagen, der Leonberger Hund hat was mit den Leonbergern gemeinsam? Ach ja, wir sind schon gutmütig, oder? Was machen Sie heute hier in Leonberg? Wir kommen zum Pferdemarkt zur Prämierung. Wir haben die Pferde an der Hand vorgestellt und jetzt sind wir fahren. Einspännig, zweispännig und vierspännig. Wer sind Sie? Können Sie sich mal kurz vorstellen, bitte. Ich bin Michael Brauchle. Und ich fahre Turnier, Kutsche, Sport. Ich bin im Moment noch amtierender Europameister. Und ja, wir sind hier auf dem Pferdemarkt, um so ein bisschen Kutsche fahren, weil unsere Pferde das für die Turnieratmosphäre her brauchen, um so ein bisschen sich dran gewöhnen und das und das und jenes. Und natürlich, weil es hier halt so ein tolles Publikum ist und es ist einfach sehr, sehr schön. Von der Prinzengarde und nicht von der Juniorengarde. Ja, und wir sind hier zum Laufen beim Umzug. Was ist dann euer Highlight am Tag hier? Der Rummel. Der Rummel. Wir waren gerade schon, deswegen unsere Frisur ist nicht mehr so ordentlich. Oh! 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 Danke! Bitte! Wahrscheinlich oder garantiert auf dem Umzug, oder? Ja, vor der Kehrmaschine. Heißträger sind immer hinten. Wir werden diskriminiert in Leonberg wie in keiner anderen Stadt. Wir sind die Leonberg Alligators und uns gibt es seit dem 1.7. Wir spielen American Football. Hier in Leonberg? Genau, wir sind die erste American Football Mannschaft hier in Leonberg und wollen damit erfolgreich werden. Wie kann man bei euch mitmachen oder wie alt muss man sein? Also grundsätzlich nehmen wir jeden auf. Wir haben so eine Zielgruppe, die ist unter 19. Da bauen wir gerade unser Jugendteam auf. Und ansonsten alles ab 14 nehmen wir gerne auf. Und wie viele sind bei euch insgesamt jetzt schon dabei? Es sind knapp an die 40 Leute.
Was ist dein Highlight heute hier, allgemein auf dem Pferdemarkt? Die Kinder! Die lauten Kinder, die Lautstärke! Das ist eine gute Antwort. Und das ist euer Wagen mit dem Einhorn. Ja. Warum habt ihr den Einhorn genommen? Ja, die Kids haben das Motto rausgesucht und das Motto war, im Jugendhaus ist alles möglich. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn möglich? Und dann haben die ganzen Mädels und auch Jungs gemeint, ja, ja, Einhörner und so ist immer cool. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bauen wir einfach ein Einhorn. Was ist euer Highlight heute? Wir sind verdammt laut mit einer großen PA-Anlage und wir haben mal wieder viele Bonbons gekauft. Ich glaube, dieses Jahr waren es 180 Kilo, die werden wir dann an die Leute bringen. Wie alt sind denn hier die jüngsten Hunde, die dabei sind heute? Die hier in der Box sind 12 Wochen alt. Wie kommt man bei euch da rein in den Verein als Hexe? Ich bin seit ich 6 bin im Verein. Also man kann auch reingeboren werden, kommt super leicht rein. Und kommt man wieder raus? Nee, da will man nicht mehr raus. Zeig mal dein Kostüm, was hast du denn so, was macht denn euch aus? Das ist kein Kostüm, das ist ein Häs. Okay. Ich nehme auf jeden Fall einen Besen, weil ja. Jede Hexe braucht einen Besen, ist klar. Dann Maske, Holz, die schwarz-gelben Stulpen für die Leonberger Farben und Strohschuhe natürlich, weil jede Hexe hat Strohschuhe. Das gehört so dazu. Sieht auf jeden Fall cool aus, besonders die Schuhe sind ja sehr stylisch. Bist du eine liebe oder eine böse Hexe? Zu Kindern bin ich immer lieb. Mein erster Pferdemarkt und es war verrückt, Wahnsinn, also ich bin jetzt echt kaputt, aber es war richtig cool und ich komme nächstes Jahr wieder und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch mehr sehen wollt vom Neo Magazin, also wir sehen uns. Tschüss. Ja, unser Einhorn ist ja ungeschlechtlich, also nicht männlich, nicht weiblich, weil wir glauben, dass Einhörner sich nicht fortpflanzen konnten und genau deswegen ausgestorben sind. Macht euch da mal Gedanken drüber.